Hallo, herzlich willkommen auf YouTube, liebe YouTubes, bei Folge 23 von Baldur's Gate 3 Early Access. Wir waren da beim Eingang zur Unterwelt, wie heißt es da? Halt. Unterreich, genau. Und dafür sind wir noch viel zu schwach, deswegen wieder zurück mit uns da. Ja, ich weiß, da war ein Beamstein mit einer Fackel. Warte, ich komme wieder rauf. Ist da noch was zu sehen eigentlich? Hallo? Nein. Wir schauen nochmal rauf, weil da war noch sein Rätsel mit irgendwelchen Steinplatten. Das haben wir noch nicht gelöst. Das macht mich ganz wuschig. Da ist nämlich eines beleuchtet, wie man das sieht. Und wir haben. Ah, schau, die ist resettet. Hehehehe. Was ist denn da los? Jetzt gibt's mal hier diesen. Schade, was an. Da oben was? Da kann man. Oh, ein Silberteller. Müsste was werden. Kann man irgendwo reinhüpfen oder so? Ah, nur Kerzen. Ein Silberteller, der ist sicher was wert, nimm mal. Und jetzt die. Eins, na danke. Wegschmeißen. Gegenstand fallen lassen reicht. Wir wollen sie nicht übertreiben. So. Dann alle möglichen. Oh, eine Vase. Und da kann man da. Das gibt's nicht, dass man da nicht irgendwo ziehen kann oder so, oder? Baut das noch irgendwas aus? Nicht ziehen? Hallo? Nein, kann man auch nicht ziehen. Auch nicht ziehen. Na, sonst ist aber nicht mehr viel. Gut. Wenn das so ist, da ist auch nichts mehr. Also dieser Abgang. Den wollen wir jetzt nicht machen, so schnell. Deswegen schauen wir da wieder weiter rauf. Irgendwo rauf springen. Moment, das schaut irgendwie so aus. Gurke, wo bist du? Hüpf mal. Gar nicht, oder was? Das geht gar nicht. Aber das geht auch nicht. Gut, dann lassen wir das. Du gehst vor, du hast die meiste Perception. Und irgendwelche Dinge sehen kann. Da schaut es ja auch so. Oh, jetzt wird es noch irgendwo hingehen, oder? Aber da waren wir schon. Na gut, runter geht's da auch nirgends. Das Rätsel macht mich fertig. Naja, vielleicht kommen wir nochmal irgendwo zurück oder so. Darauf. Aus. Gut. Dann halt nicht. Ich habe noch gar nicht geplündert. Und alles. Hey! Schriftrolle Beistand. Stärkt einen Verbündeten mit Zähigkeit und Entschlossenheit. Heilt und erhöht das Treffermaximum um 5. Nett deppert. Das geben wir gleich ihm. Ja, schließen und du lernst das gleich. Hoppi hopp. Du? Wo ist denn da? 100 Gold um zu lernen. Was? Wir haben nur 55 Gold? Na Sappalot, das tauschen wir aus, dann Stelle 1, das merken wir uns. 55 Gold, was ist das? Unser ganzes Vermögen investiert in den. In unseren Gunther. Haben schon überall reingeschaut schon, oder? Stimmt. Ah ja, das ist ja offen. So, da ist ein Totenkopf-Graffiti. Sehr hübsch. Allein dieses Rätsel da. Haben wir noch nicht gelöst. Da kann man nichts machen. Moment mal, da hinten ist ja auch noch was. Jetzt ist ein Raum da hinten. Dazu melde bitte alle rein.
Jetzt hat er irgendwie so eine Geheimwand oder so. Kann ich deutlich einen Raum erkennen. Oh, was ist mit deinem Schwanz los? Über einen Schalter oder was? Na gut. Also auch nicht. Okay, dann raus mit uns da. Und zurück. Genau, da waren wir schon. Jetzt schauen wir uns nochmal die Map an. Da unten auch noch nicht. Da haben wir alles erkundet, so wie es ausschaut. Allein da, wir schauen nach vorne, das heißt rechts, wir müssen nach rechts. Weiter. Aha, ein Regal, kann man da drüber springen. Sehr gemütlich hast du. Eine schwere Truhe, ne bitte. Wer war da eigentlich? Oh. Ring. Nicht hinsetzen. Ich will eine Pause machen, nein, nicht da oben. Ist uns vielleicht keine Truhe, oder? Vielleicht von hinten dann? Nicht erreichbar, aber vielleicht sollten wir auch den Schuld nehmen, der springt höher. Ja, uns darauf springen. Und dann darüber springen. Hoch, zu hoch. Platz. Hoch. Ich will diese Truhe. Ah, auch nicht. Ach, so, weiter mit uns. Das muss man da irgendwie, da muss man sich irgendwie rausspringen. Ring. Daher. Das gibt's doch nicht. Dieses, das kann man vielleicht kaputt machen, das Regal da. Kaputt, mit Starben. Aha. Das ist er verdorben. Und verdirbt sich. Das. Warum verdirbt sich der eigentlich immer? Wieso kann man das nicht kaputt machen? Ich will das kaputt machen. Jetzt alle weg. Und da drauf schießen irgendwie. Feuer. Und. Oh. Was? Digga, dies? Und drauf schießen. Ui. Da ist doch was. Will da hin? Soll da runterkraxeln? Oh, da ist eine Tür. Ah. Türen also. Ja, gut, so einfach. Ja, du bist doch. Is that the jingle of coin I hear? You've timed it well, my friend. Aha. Already turned quite the profit today, so I'm feeling generous. Ja. Ja. Was habt ihr denn im Goblin-Lager zu suchen? You joking? Goblins sell the best prisoners. Oh. Cheap, quiet, and eager to be elsewhere. Deine Pistole. Till this crowd converted and started sending their captives to Moonrise Towers, at least. No complaints, mind. I just sold enough smoke powder to cover the loss 10 times over. Okay. Verkauft Sklaven, keine Gefangenen. Oh, dry your eyes, Illmater. It's me or a goblin cookpot. I know which I'd choose. Now, much obliged for the chat, but I'm here to trade. Ja, komm, dann geht's schon los. Was willst? Na bitte, wie viel? Ui, der hat viel. Alles verkaufen. Diesen ganzen Plunder, oder? Sumpfgrasbündel, wozu braucht man das? Die in so Versuchung sind, aber eigentlich harmloses Sumpfgras. Ist das irgendwie. Was macht man damit? Egg. Weg, weg. Weg. Jetzt behalten wir uns. Was anderes? So, was haben wir da noch? Weg, weg. Behalten von allem eins. Da weg, weg, weg. Gar nicht so viel eigentlich, gell? Aus Holzresten brauchen wir schon gar nicht.
das eigentlich? Dann! Kannst du übrigens noch immer nicht sortieren? Nachgewicht, oder? Ausrüstung. Handeln, tauschen. Handeln, wenn man so recht. Und das aufs selbe? Nein! Achso. Achso. Nun nichts, braucht man das für irgendwas? Nein, oder? Malachit, weg. Weg. Angel. Brauche ich nicht. Ein Pokal. Wo braucht denn ein Pokal? Anonstafel noch, das ist zu behalten. Hopfenster brauchen einen Speer. Wie? Angelaufenes Medaillon. Kunstvoll ist das eines Steinturms. Brauchen wir das noch? Naja, vielleicht. Den brauchen wir nicht. So. Was hast du denn so anzubieten? Kettenhemd plus 1, das wäre vielleicht ganz schlecht. Ein Rapier, oh. Waffenverzauberung plus 1, Kurzschwert plus 1. Alles plus 1, plus 1. Plus 1, kann man irgendwas tragen von dem? Verdammnis-Axt! Klinge des Schreckens. Jeder Treffer erfüllt das Ziel mit lähmender Furcht. Es kann keine Trefferpunkte regenerieren. Untote Kreaturen sind außerdem bei Angriffswürfen im Nachteil. Schade, was hat. Dolch plus 1, gibt es keinen Zauberstab plus 1. Was bist du? Weiler Imate. Schießen, ungewöhnlich. Mit dem Bonus von 1W4 nekrotischen Schaden. Jetzt ist es schlechtes. Ein Rapier. Das ist eigentlich das teuerste, was du hast. 300, 400, 600. Der Bogen. 800, das Rapier. Ein, das wäre vielleicht was für den Dieb. Na egal, das wollen wir alles nicht. Wir wollen einfach mal Sachen loswerden. Ich tausche den Handel. Ande. Nein, das ist alles nochmal, oder was? Haben wir es jetzt ausgleichen? Verstehe es nicht. Was ist? Ah! Okay. Typ. Gewicht! Na, also. Das ist, unten ist jetzt das Schwerste oder das Leicht? Aha. Was bist denn du? Ah, unser Verstand hat 10 Gewicht. Rum. War ich ja nicht so rum. Aber rum kann man immer brauchen. Gut, der hat sonst eh nichts mehr Schweres. Gut, das ist, ich bin absolut einverstanden. Was hast du so? Gewicht. Kann nicht sein. Hallo? So, 1. 1. 3. 0. Kannst du sortieren, bitte? Aha, na also. Ja, es packt vielleicht noch ein bisschen. 18. Ui, 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 ui. Und wir haben... mittlere Rüstung, das ist schwere Rüstung. Was hat sie eigentlich? 15 plus 1 Geschicklichkeit, mittlere Rüstung. Kann sie überhaupt? Was ist jetzt? So, jetzt wieder nicht nach Gewicht. Plus 2, die hat 14, aber dafür weniger. Na, weg damit! So, weg, 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 Schild weg. Ne, ganz normale Bilder, die jetzt nicht wirklich gut sind. Weg, weg. Wert des Schmiedestall, Waffenzauberung plus 1.
Eine 6 plus 1 Stichschaden, was hast du? Nein. So, wir können da mal ausgleichen gleich. Wunderbar, tauschen. So, und jetzt gehen wir daher. Du hast 1d8. Und was ist uns lieber? Doch Stich. Eine Finesse wäre schade. Was ist uns lieber? 1d8 oder 1d6 plus 1? Die kostet 60. So, sonst haben. Sollst du es ihm geben? Danke. So, das wiegt auch noch was. Das bringt nichts, aber bringt Geld. Was bist du? Ein Idol von Silber. Wiegt nix, passt. So. Du hast all dein Gold. Ich will nach Gewicht sortieren. Was bist du? Du. Wieso hat sie das mit? Das brauchen wir ja gar nicht. Seht ihr das? Oh. Ich kriege die Schweinerippchen. Die dürfen wir nicht verkaufen. Großschwert. Achso, aber mit einem Schild halten wir es vielleicht. Armbrust, da haben wir einen Bogen. Ende 6, die macht. Ende 8? Weiter. 20? 60? Na bitte. So. Weg. 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 Er ist weg. So, ein Fehler weg. Weg. Ah, das können wir aber schon. Bonusaktion kann man das ausbrüten. Was? Eulenbergküken sind in den ersten Wochen klein und niedlich. Dann fressen sie einem die Haare vom Kopf. Dann fressen sie einen. Sehr gut. Leitfaden ist beobachtet. Halten wir auch noch. Tauschen, jetzt hat sie bald kein Geld mehr, die Gute. Er war schon. So, nicht neueste Gewicht. Ui. Brauchen wir so viel? Naja, kann wahrscheinlich nicht schaden. Du hast 11 plus 3, du bist 11 plus 2, weg damit. Wer hat was hatten der alles, bitte? Ist auch witzig, dass sein Schwert nur 1 wiegt. Ja, so viel wie eine Flasche herum. So. Ui. Das geht sich gar nicht aus. Was ist denn da so toll? Brauchen wir noch irgendwas? Ne, plus 1. 14 plus 2 Geschicklichkeit. Kaufen, kaufen. So. Aje. Ja, lieber nicht. Wieso 650? 1900, das verstehe ich nicht. Aber sonst brauchen wir nichts, ne, dann behalten wir noch was. 20, 100, wieso? Das stimmt nicht. Achso, doch. Das verstärktes Großschwert. 330. Großschwert, das behalten wir. Was machst denn du für einen Schaden? 2d6 und du machst 1d6. Also zweihändig. Das ist ungewöhnlich. Zweihändige Nahkampf. Hey, Moment. Ist noch immer so. Eures dabei. 20, 20, 75. Ja, dann machen wir das mal so. Das geht sich perfekt aus. So, tauschen. Dankeschön. Pleasure. Ja, danke. War äußerst angenehm. Und jetzt schauen wir mal bei ihm. K war ein Zauber. Den meine ich gar nicht. I.
das lernen wir jetzt mal. So, kann man das jetzt auch sortieren. Ah. Ja. Man kann eh sortieren. Ja gut. Das kostet 60 und das Orge 330 Teil kriegt mal sie. Und sie ist N ist Charakter. Ihre lächerliche Waffe macht 2d6. Das verstärkte Großwert macht auch 2d6, ist aber teurer. 1,5 Meter Reichweite, schwer beidhändig, kann eingetaucht werden. 1,5 Meter Reichweite, schwer beidhändig, kann eingetaucht werden. Warum ist dann das? Kann spalten, kann schmettern. Ja, wenn es so viel teurer ist. Gewicht 5, 3. Also noch ein Auskennen. Und kommt man da jetzt rein? Wahrscheinlich greifen die einen dann an. Machen wir mal F5. So, speichern. Wir wollen da rein! Da, eine Kerze. Da geht's rauf. Aha! Die goldenen Truhen immer. So, oder? Auf. Na, was haben wir denn da? Komm zu mir! Jetzt wieder runter. Aber da ist doch gar niemand drinnen. Oh! Oh! Seht ihr das? Das heißt, es ist oben voll. Es ist halb, halb und unten leer. Und die halben zeigen immer rauf. Zur vollen. Was gezeichnet? Einwandfrei? Muss ich da eh nicht rein? So, das heißt, zurück mit uns wieder. Dann hergekommen eigentlich da. Geh ich nochmal aus. Da. Nein, warte. Ah? Ah ja. Hä? Wo geht's eigentlich da hin? Oder rein? Ah ja, das war ja richtig. Da waren wir richtig, gut, dann wieder da runter. Schneller! Oho, schau mal, wie das schaut. Augen. Fühle mich beobachtet. So. Also, Freunde. Wie schauen wir jetzt das? Ist. Was? Und irgendwie putzen? Ah. Was verstehen eigentlich? Das ist wieder Anzeigefehler oder was? Offensichtlich. Das ist sehr, was ist wieder immer schwieriger. Wir brauchen auf alle Fälle. Du musst mal. Das ist jetzt. Das würde schon stimmen sogar. Nochmal. Die Frage. Was? In welche Richtung musst du denn schauen? Gibt es nicht mal den oben? Irgendwo Norden oder was? Da ist ein Norden. Kann man hinklicken. So, da wäre ein Norden. Weil das bringt mir eben noch gar nichts. Es muss auf alle Fälle da noch ein leeres drinnen sein. So. Und das ist ein halbes. Ein volles. Hast du noch ein halbes dabei? Wenn man es nicht sieht, ist es ein bisschen schwierig. Du. Das wäre zum Beispiel ein leeres. Haben wir noch ein halbes? Da ist ja noch ein halbes. Da
Das heißt, wir drehen das jetzt nochmal. So, jetzt ist das auch ein halbes. Jetzt ist es voll, halb voll. Und jetzt müssen wir nur das drehen. Warum ist das jetzt leer? Da war das aber nicht ausgemacht. Und muss man das alle so voll, halb leer, das geht einfach nicht. Ach, machen wir mal F5 und dann laden wir jetzt nochmal. Vielleicht geht dann dieser Grafikfehler weg. Wir laden F9. Nein, F8, okay. F8. So, die kennen wir schon. Bisschen Succubus. Spätestens nach Knights of Badass, dann weiß man, was ein Succubus ist. Im Gegensatz zum Incubus. Coole Band auch übrigens. Na toll. Das hat es ja wirklich gebracht, kann man sagen. Oh, aber da sieht man es. Aber die sind jetzt falsch. Die müssen innen sein. Der muss innen sein. Der halbe muss innen sein. Zeigen. Aber wenn ich den jetzt drehe, wie kriege ich den nach innen? Ah! Die zeigen jetzt immer nach außen. Was kannst du noch? Was bist du jetzt für einer? Bist du jetzt einer, der nach innen zeigt, oder? Der zeigt nur innen. Yes, jetzt müsste eigentlich stimmen. Ah, warum? Der falsch. Er ist noch falsch auf alle Fälle. Da ist der noch nicht richtig. Der muss noch nach innen zeigen. Wie bewegen wir denn dazu, dass er das tut? Nimmt er jetzt den falschen mit? Es buggt! Was? Nein, nicht reden! Oh je! Did you want something? Nein, Wiedersehen. So, nochmal. Nochmal. So, und nochmal. Und jetzt komm. Hopp. Da. Der ist noch immer falsch. Kriegen wir denn den weg? Der zeigt auch nach hinten, gell? Jetzt. Gut, wir kommen da wieder her. Wenn es vielleicht nicht mehr so buggt. Okay, dann gehen wir da raus und dann schauen wir jetzt, was müssen wir eigentlich tun. Machen wir jetzt Quest. Nope, also bleibt es jetzt stehen. Ja, also genau. L ist das Tagebuch, Kapitel 1. Prolog. Sieht man da irgendwo, was Nebenmission ist und was Hauptmission ist? Wahrscheinlich die Entfernung des Parasiten. Abgeschlossen. Wunderbar. Glückliche Wendung, das klingt doch gut. Ah ja, die Wildmühle müssen wir auch noch anhalten. Rettung des Baden. Ah ja, im Lager. Ich glaube, wir gehen jetzt nochmal ins Lager. So.
Also in unserem Lager. Das unvollendete Meisterwerk. Also einen Susurbaum müssen wir finden. Etwas rede von einem Susurbaum. Halte die Windmühle an, ja stimmt. Das Teehaus, da müssen wir auch nochmal hin und die besiegen. Kann ich das auf der Karte anzeigen, den Susurbaum? Also das geht nicht. Na gut. Dann gehen wir da nochmal raus. Jetzt schauen wir uns dann nochmal in. Ja, nein, jetzt schauen wir uns das nochmal an, wenn wir schon da sind. So. Da ist ganz eindeutig. Aber man weiß nicht, welche Richtung. Und weil sie ist voll, dann die halben zeigen zum Vollen und unten leer. Na gut. Nächstes Mal wissen wir es, wo jetzt dahin. Windmühle. Alles sind wir gleich. Ah. Nein, dann gehen wir gleich da raus. So. Richtung. Weiß ich nicht so genau, ich glaube. Oh. Jetzt sind wir hier nicht wieder raus. Schwammerl. Nein, den nehmen wir mit. Die Trompete da. Und war, glaube ich, auch noch ein Skelett, genau. So, dann raus damit uns. Eisenleiter. Nicht zu verwechseln mit Eierleiter. Die ist angetrunken. Ah ja. Jetzt nicht raus, verdammt. Oh ja. Jetzt ist springen ein. Ich will nicht springen. Something's blocking it from the other side. Was? Locked from the other side? Something's blocking it from the other side. Oh, da ist auch noch was hier. Aber da ist ja nichts. Das war eine Truhe. Na gut, dass wir noch da waren. Ein Blutstein. Sehr schön. Wenn wir es rüber balancieren, ist da noch was. Ja, da waren wir schon. Da war. Gut, dann müssen wir einfach wieder raus. Oder wo geht's raus? Ist doch auch noch rausgekommen. Ja. Ah! Hilfe. Wo geht's eigentlich dahin? Jetzt auch raus. Okay, da schauen wir uns noch an. Oder? Jetzt da raus. Da ist schon wieder sowas mit Augen. Aha! Jetzt. Aha! The Absolute honors you and slays our enemies. You fertilize the fields with the dead! So, und wenn wir jetzt sagen F5, kann er das jetzt knacken? Rivers and streams will flow with their blood. Hier geschlagen. Their cities will be raised to the ground. And they'll know. Hier geschlagen, kann man sehen. Absolut. Sind wir nicht mal die Würfe? Your drink from our barrels. Wo bist du eigentlich? Wo bist du drinnen? Alles klar. Wie? Macht ja nix. Das räumen wir jetzt alles aus. Nein, ich weiß wohl nicht. Oho! Amulett der Auserwählten von Selune. Selune Stream. Hervorrufung, Zaubertrick. Ja,
Sehr schön, das müssen wir gleich ausprobieren. Goldene Truhe in der, im Holzkoffer. Opulente Truhe, ein Gold. So, sonst noch was? Leer, 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 leer. Aus der kalte Truhe. Leer, leer, leer. Bad. Gut, kommst du raus auch wieder eigentlich? Verlassen. Toll. Gut, dann geht's halt hier raus einfach. Wir machen mal F5. So, weil wir haben dieses Amulett. Wir wollen einfach hier nur raus. Schneller. Eigentlich hergekommen, eher von da, oder? Jetzt läuft schon. Bewegt sich mal ein bisschen. Ui, die Folge ist auch schon wieder. Mehr vorbei. Gut, wäre eigentlich ein Tür. Jetzt gehen wir da raus. Und dann schauen wir uns an, was dieses Amulett der Selune kann. Raus da. Hopp. Ah, nochmal. Okay. Ich hoffe, unser Magierfreund ist jetzt wieder mit dabei. Ausgezeichnet. Wir haben ihn rein gezaubert. Durch die verschlossenen Türen. Das haben wir wieder rausgezaubert. Fragt uns nicht, wie wir das gemacht haben. Wir können das nicht erklären. Das ist ja auch Magie. So. Und. Wir beenden jetzt auch die Folge und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Danke fürs Zuschauen. Ciao.